Der Montag ist der ruhigste Tag im Verteilzentrum in Wittlich. Nur wenige Briefe und Pakete vom Wochenende müssen für die Zustelltouren sortiert und eingeladen werden. Ab morgen ändert sich das dann schlagartig. 35.000 Briefe und locker 3.000 Pakete werden hier pro Tag durchgeschleust. Es ist so, dass die Briefmengen ja ein bisschen zurückgehen, aber die Pakete steigen. Und insofern sind wir froh und dankbar, dass wir jetzt die doppelte Betriebsfläche hier haben, um Pakete bearbeiten zu können. Am Morgen wurde das neue Verteilzentrum offiziell eingeweiht. Und auch ein sogenannter E-Scooter wurde vorgestellt. Mit diesen Elektroautos soll in Zukunft die Post in Um und Wittlich verteilt werden. Ganz ohne Auspuffgase und Lärm. Da ist die Firma besonders stolz drauf, dass wir hier somit die Ersten sind, die sowas im Betrieb einsetzen. Parken muss man üben, aber da sind meine Zusteller richtig fit. Das kennen die sowieso schon, nur mit Rückspiegel zu fahren. Und ansonsten ist es ein neues Fahrgefühl, aber sehr spannend. Bis Oktober können die Mitarbeiter in Wittlich also noch einparken üben, denn dann sollen die ersten Elektroscooter an den Start gehen. Und so lange rollt die Post noch im normalen Auto vom Hof.